Und weiter geht's mit einer neuen Folge God of War. So, ich glaube, wir waren vorher schon richtig. Wir müssen auf den Berg dort und ich habe eigentlich gedacht, wir müssen doch mit der komischen Gondel hochfahren, aber anscheinend doch nicht. Ich glaube, wir müssen hier lang. Schauen wir mal, ob wir hier alles gelootet haben. Ja, hier ist alles gelootet, okay. Dann halten wir uns gar nicht mehr länger auf, dann gehen wir noch gleich hier hoch. Und dann schauen wir doch mal, was ist da oben erwartet. Dort oben ist so ein Windteil. Warte mal, das probieren wir jetzt gleich mal. Kommen wir denn da ran? Schauen. Ah, das schaffen wir nicht. Okay, dann hören wir es uns ja nochmal. Aber wir können es dann aber da reinlegen. Okay. Wir müssen praktisch ein bisschen umgehen. Okay, jetzt ist es da drin und wir könnten jetzt eigentlich dann diese blöde Tür öffnen. Ist hier noch so ein Windteil, wo wir es reinschmeißen können? Ne. Okay. Dann holen wir es uns mal. Ja, ran. Wir müssen beeilen hier. Genau das wollte ich mal probieren. Die Huddel hier. Leichter Runangriff, ein schneller Feuerenergie mit leichten Brandschaden. Im Menü anzeigen. Okay, wir haben jetzt diesen da. Brand. Er wird halt mehr betäuben. Abklinge 36, Typ Lein. Ja, okay. Aber wir haben schon mal. Das können wir dann später ein bisschen durchschauen. Achso, das ist bloß, weil ich da vorher was Neues bekommen habe. Okay. Schauen wir hier weiter. Ich denke, hier müsste der richtige Weg sein. Ich hoffe es zumindest. Hier haben wir gegen einen riesen Oger gekämpft. Ein bisschen Training. Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen, weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Er wird ein bisschen aufmüffig. Ganz leicht. Jetzt, wo er weiß, dass es ein Gott ist, wird er mutiger. Aber okay, mir soll es recht sein. So, wir hatten hier eine Kiste, genau. Die konnten wir nicht öffnen, aber jetzt können wir sie öffnen. Ja? Hallo? Oh, Alter. Ja, mit dem anderen gehen sie eigentlich ganz gut. Wenn man so gut heißt. Pech gehabt. Wer sich mit Göttern anlegt. Aber kam übrigens unterm Kampf mit nichts interagieren. Also man sagt irgendwie, dass man eine Kette hoch springt oder so. Das geht leider nicht. Okay, hier war nichts mehr. Unten ist noch was. Dann gehen wir mal hoch. Ich habe leider den Shortcut hier nicht. Okay. Hier war damals der schwarze Schatten oder schwarze Atem. So, da oben, das können wir schon mal wegspringen. Bestimmt auch Odin schuld. Netter Versuch. Siehst du auf hier. Du und Mutter meintet immer, alle Götter sind böse, aber wir sind es nicht. Thir war es nicht, Freya auch nicht. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung, weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Und sie werden das alles bereuen. Ob er wirklich tot ist, bin ich mir nicht sicher. Okay, dann gehen wir hier weiter. Da unten, glaube ich, war ja nichts mehr. Also hier zumindest. Ist nicht. Jetzt kommen wir jetzt nicht in die Halle mit dem goldenen Hirsch. Was ich vorher nicht. Tor! Tadelte mich. Mich! Für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab! Sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich habe dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. Ich glaube, ist gerade eine sehr, sehr schwierige Phase mit dem Kleinen hier. Was geht ab mit dem? Der wird gerade übermütig und zwar richtig. Gar nicht gut, gar nicht gut. Nicht, dass der noch uns auf einmal irgendwann noch angreift hier. Gleichgültig von mir, ist kein Bock. Was ist hier los? Hallo? Nein. Der, jetzt regt er mir langsam auf, der Kleine. Okay, jetzt sind wir hinterm Turm. Aber ich glaube, hier sind wir falsch. Hier waren wir schon. Wozu eine Bibliothek verstecken? Gibt es denn irgendwas? Werde nicht übermütig, Junge. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldur nicht weit sein. Gut. Ich habe was mit ihm zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst, weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. Ich habe ein ganz, ganz komisches Gefühl, Leute. Mit dem Kleinen gerade. Hier unten haben wir gelootet. Müsste es eigentlich gewesen sein hier. Kann man wieder. Jetzt können wir nämlich die ganzen Kisten da aufmachen. Oh ja, dieser Raum. Aber wie kommen wir rauf? Voll. Und dann gehen wir da hinten hin, da war nämlich Training vergessen. Oh. Ich dachte, dir gefällt mein Ton nicht. So, hier wollte ich nämlich hin. Das lassen wir mal. Weil dort sehe ich, geht's weiter. Machen wir hier hinten weiter. Hier haben wir nämlich noch was. Kiste. Sehr schön. Hoch die Tassen. So, war denn hier noch was? Du weißt, dass wir hier nicht raufkommen, oder? Ich glaube, hier war nichts mehr. Gehen wir da hinten hin. Junge Malak. Da ist wieder eine Walküre drin. Die lassen wir noch. Die werden wir uns eher für den Schluss aufheben. Was war hier noch? Ich glaube, hier gibt es bloß rum, gell? Jupp. Hier geht's bloß rum. Okay. Brauchst du Schmied? Von den Schmied haben wir jetzt übrigens in den letzten Folgen ein paar Nebenquests gemacht. Okay. Und schon kommen wir hier weiter. Weiter zum Gipfel gehen. Schauen wir, wie weit der hochfährt, der Fahrstuhl. Du musst mich Dinge lehren. Du beherzigst meine Lehren nicht. Ich habe alles getan, was du wolltest. Und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklingen? Wozu verstecken? Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? Vielleicht hörst du mich? Doch nicht so schlecht gewesen, dass sie ihm nichts gesagt haben. Über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazu lernen. Ah, gratuliere. nicht. Boah. Dann werden wir schon immer den Dampf auffüllen hier, Mensch. Geht gleich weiter, Leute. Mich würde mal interessieren, was eigentlich Max-Level ist hier. In dem Game. Aktuell sind wir 5 und kurz vor Stufe 6. Aber ich denke mir mit der, nicht mit der epischen, sondern mit der anderen Rüstung, mit der gelben. Der Legendary. Schatz, wir jetzt bestimmt auf 7, 8 gehen. Hier ist, was ist hier? Okay, hier können wir was machen. Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenspuren. Den Drachen haben wir getötet. Ah, tatsächlich. Gut, erzähl ich mal. Okay, da ist eine große Heilung, die brauchen wir nicht. Da ist eine kleine. Von mir aus. Okay, das ist gewinnt. Gucken wir mal gleich da rein. Für was ist der gut? Für was ist der gut? Eine Bombe, die heben wir uns mal auf. Ich weiß nicht, was hier durch den Raum durchkommt. Aber warum haben wir das mit dem Wind dort? Warte mal, da muss ich jetzt nochmal hinschauen. Für was ist das gut? Für irgendwas muss ja das da sein. Hier habe ich es rausgeholt. Da reingelegt. Habe ich denn hier noch was? Machen wir die Kette runter. Schauen wir doch mal da hoch. Und hier ist auch so ein Ding. Hier könnte ein Boss sein. Hier ist Rage auf jeden Fall. Na komm, lies mal vor. Was steht da? Da steht, wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben anderen in diesem Werk getötet. Wer will noch eine Kostprobe? Okay, da hinten haben wir die Lösung. Hier kommen wir doch nie so weit so schnell hier hoch, oder? Da kommen wir doch niemals so schnell hoch, das Ding. Wie denn jetzt so schnell hier hoch? Oder von der anderen Seite? Aber hier ist ja nichts mehr, wo wir das anbringen könnten. Ne? Ich sagen, schauen wir mal darüber. Junge, hierher. Die hat null Bock, was zu machen, das regt mich auf. Oder wir müssen irgendwie schauen, dass wir das dann länger halten können, irgendwie mit irgendeinem Skill. Warte! Na, er rennt schon wieder los. Ach so. Okay, da geht's nicht rein. Da sind mehrere Fallen. Das kann ja nicht alles gewesen sein hier, oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, hier kann man... Ah. Okay. Hab ich gleich gecheckt. Dann warten wir noch. Was ist denn das? Wenn wieder ein Gegner kommt. Sonst haben wir hier nicht die ganzen Fallen. Und sonst haben wir hier nicht die ganzen Fallen. Aber sie werden wir rausfinden. Oder die machen uns irgendwas frei, aber kann es mir fast nicht vorstellen, oder? Von mir aus. Fischer. Das Lebenssaft. Das Sindri. Schulterrüstung. Nee, das lassen wir. Oder ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut. Ich schaue mal zu Sindri, ob ich irgendwas verbessern kann, was machen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. ein bisschen Support, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, jetzt aber würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.